Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich einen Verbundanker montieren und somit auch eine Verbundankerpatrone bzw. auch einen Klebeanker richtig setzen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich die Patronenvariante M8 und da muss ich natürlich erstmal in den Herstellerangaben nachschauen, wie groß und vor allem auch wie tief ich das Bohrloch jetzt bohren muss. Und da befinde ich mich in der ersten Spalte. Bedeutet einfach, ich brauche am Ende einen Durchmesser von 10 mm und das Bohrloch sollte eine Tiefe von 80 mm haben. Dementsprechend könnten wir natürlich auch andere Größen ganz einfach herausfinden. Die richtige Bohrtiefe habe ich mir eingestellt und jetzt natürlich auch Schutzausrüstung wie zum Beispiel Gehörschutz und Schutzbrille nicht vergessen. Und dann können wir auch schon loslegen. Für einen optimalen Halt müssen wir das Bohrloch unbedingt gründlich säubern. Bedeutet, wir sollten es zuerst viermal mit so einem Ausbläser ausblasen, anschließend mit einer speziellen Bürste viermal reinigen und am Ende dann noch einmal viermal ausblasen. Wenn das Loch vorbereitet ist, die Patrone mal in dieses hineinblumsen lassen und dann können wir auch schon unser Einsatzwerkzeug, nämlich in einen Akkuschrauber, einmal richtig einspannen. Danach die Ankerstange ansetzen und oftmals haben wir auch noch eine Markierung, die am Ende bündig mit dem Boden abschließen muss. Bei mir ist das nicht der Fall, dann einfach so weit eindrehen, bis wir wirklich am Boden von dem Bohrloch angekommen sind. Als nächstes natürlich noch den Akkuschrauber einmal lösen und dank der zerstörten Patrone findet hier jetzt auch eine chemische Reaktion statt. Und laut Tabelle müssen wir es je nach Temperatur vom Untergrund einmal für eine bestimmte Zeit noch aushärten lassen. Desto wärmer es ist, desto kürzer ist natürlich auch unsere Aushärtezeit. Sobald diese aber rum ist, können wir unseren gewünschten Gegenstand mit einer maximalen Dicke von 2 cm mal mit einem Drehmomentschlüssel und einem Drehmoment von 10 Newtonmeter mit so einer Mutter hier richtig anziehen. Und somit haben wir auch schon einen Verbundanker richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Drehmomentschlüssel, einen Ausbläser, eine Bohrlochbürste oder natürlich auch solche Verbundanker in den verschiedensten Varianten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.